Hallo und herzlich willkommen. Heute koche ich einen Gemüsefond. Das ist relativ einfach, schmeckt ganz prima, ist deutlich preiswerter und ist sehr vielfältig verwendbar. Für meinen Gemüsefond nehme ich immer etwas Sellerie, in dem Falle heute eine Viertelsellerieknolle. Dann habe ich hier noch etwas Fenchel, dann nehme ich aber nur die Hälfte. Eine rote Paprika, zwei Stängel Staudensellerie. Dann habe ich hier eine Stange Porree oder Lauch, wie man sagt. Das muss aber sehr gründlich entsandet werden. Zwei Möhren, das sind sehr große, das sind ungefähr 200 Gramm. Dann zwei Petersilienwurzeln und noch ein bisschen Petersilienstängel. Zwei Tomaten, drei Zwiebeln, können auch vier sein, je nachdem wie groß sie sind. Zwei Knoblauchzehen, drei braune Champignons, die habe ich halt noch da, die geben immer so ein bisschen Würze noch ab. Dann habe ich da Pimentkörner, Wacholderbeeren, einige Nelken, einen Teelöffel Pfeffer, zwei Lorbeerblätter und wenn man mag auch noch ein bisschen Chili. Ich werde das Ganze jetzt erstmal ein bisschen säubern, das heißt das Porree, den Lauch entsanden und dann alles grob schneiden. Den Lauch schneide ich als erstes der Länge nach auf. Und dann schneide ich ihn so in grobe Stücken. Und dann gebe ich das erstmal alles in die Waschschüssel zum Entsanden. Dann richtig schön mit Wasser spielen. Richtig schön abtropfen lassen. Und einfach erstmal so stehen lassen. Da kann das andere Gemüse dann auch gleich noch mit rein. Dann schneide ich mir die Möhrchen. Da wird oben der Kopf abgeschnitten. Wenn so eine kleine olle Faultstelle drin ist, die wird rausgeschnitten. Einmal längs durchschneiden. Und dann in grobe Stücke. Mit der Petersilienwurzel mache ich es genauso. Schneide ich mir auch nochmal links durch. Und dann in grobe Stücke. Dann die Selleriestücken. Petersilienstängel. Sellerie einfach ein bisschen abschälen. In grobe Streifen. Dann nochmal so längs. Und grobe Stücke vom Fenchel. Das Grünzeug, das will ich nicht. Den Ansatz schneide ich auch ab. Und ich nehme auch nur die Hälfte. Die Champignons, die viertel ich auch einfach nur. Den Zwiebeln schneide ich nur oben so ein bisschen weit ab. Und unten, wenn da noch so Sand dran hängt, dann halbiere ich die einfach nur. Und werde gleich mit der Schnittfläche kurz ins heiße Öl geben, so ein bisschen anbraten. Und zum Schluss noch die Paprikaschote, die auch nur kurz schneiden. Den Knoblauch, den knacke ich noch einmal so ein bisschen mit dem Messer, das reicht. So sieht jetzt das vorbereitete Gemüse aus. Ja, die Zwiebeln und den Knoblauch werde ich erstmal gleich als allererstes noch ein bisschen mit Öl anbraten. Als erstes gebe ich dann ein wenig Olivenöl in den Topf. Lass das kurz heiß werden. Ja, das ruhig ein bisschen hier auf dem Boden verteilen. Und mal schauen. Ja, es fängt also schon an zu brutzeln hier. Dann gebe ich jetzt hier auch meine Zwiebeln mit der Schnittfläche nach unten rein. Die können jetzt so ein, zwei Minuten ein bisschen vor sich hin schmirgeln. Natürlich auch gleich den Knoblauch noch mit dazu. Nach zwei Minuten gebe ich dann das restliche Gemüse dazu. Und dann gebe ich jetzt auch noch die Tomaten dazu. Ja, die habe ich auch nur so grob geviertelt und dann nochmal geviertelt. Dann auch nochmal schön unterrühren. Ja, das darf ruhig ein bisschen anhacken, das ist erwünscht. Es sollen sich so ein paar kleine Röstaromen bilden. Und wenn dann alles so ein bisschen angeröstet ist, so nach 5, maximal 10 Minuten, gebe ich auch Wasser dazu. Das ist jetzt warmes Wasser, insgesamt gebe ich 2,5 Liter dabei. Wenn es dann richtig schön kocht, das tut es jetzt, dann stelle ich auf alle Fälle erstmal klein. Dann gebe ich jetzt noch die Lorbeerblätter hier mit rein, die mache ich so einzeln. Und die anderen Gewürze, die habe ich mir hier in so ein kleines Kräutersäckchen reingemacht. Das heißt, das ist eigentlich nur ein Teefilter. Habe ich einfach oben ein bisschen zugeschnürt und schon ist das ein Kräutersäckchen, ein Gewürzsäckchen. Ja, das einfach hier mit reinlegen. Ja, die Lorbeerblätter, die lassen sich nachher so prima rausholen. Die ganzen Körnchen, das ist ein bisschen schwieriger. Und ich schmeiße das nachher nämlich nicht weg, sondern ich verwerte das noch weiter. So, das Gemüse hat jetzt etwa 1,5 Stunden geköchelt. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass man es langsam umfüllen kann. Ich stelle jetzt erstmal aus. Ja, mein Kräutersäckchen ist auch noch heil geblieben oder mein Gewürzsäckchen. Das werde ich mal als erstes rausnehmen. Und dann gehe ich mit der Schöpfkelle rein und hole das alles raus. Schön durch ein Sieb abtropfen lassen. Wer das nachher ganz besonders fein haben möchte, der kann also auch noch ein Tuch damit reinlegen, dass das also feinst gefiltert wird.
Ja, das schön abtropfen lassen. Jedes Tröpfchen zählt. Und dann das abgetropfte Gemüse in eine separate Schüssel erstmal geben. Ja, das braucht man nicht wegschmeißen. Das kann man auch wunderbar nutzen. Ich werde das gleich durch die Flotte Lotte drehen. Das heißt durch so eine Passiermühle. Und dann werde ich das in kleinen Förmchen einfrieren. Das lässt sich nämlich hervorragend für Soßen zum leicht ja, sämig machen nutzen, um ein bisschen anzudicken. Und den letzten Rest gieße ich dann aus dem Topf durch Sieb. Sollten jetzt so etwa ja, knapp 2 Liter sein. 2,5 Liter Flüssigkeit waren ja ein wenig, habe ich verkochen lassen. Das heißt, die ersten 20 Minuten habe ich den Deckel so leicht geöffnet gelassen, habe ihn dann aber dicht gemacht und habe es dann leicht vor sich hin köcheln lassen. So, und dann kann das Ganze auch schon abgefüllt werden. So, nachdem das jetzt noch ein bisschen abgekühlt ist, kann das jetzt in Gläser abgefüllt werden. So, die Gläser sind jetzt erstmal voll. Und den Rest gebe ich jetzt hier gleich in einen Messbecher. Den brauche ich nämlich jetzt gleich, weil ich davon noch eine Soße mache. Ja, das sind also 3 Gläser und nochmal 400 Milliliter, die dabei rausgekommen sind. Nachdem jetzt die Gläser abgekühlt sind bzw. abgefüllt sind, werde ich jetzt hier mit der flotten Lotte das restliche Gemüse noch schön durchdrücken. Das lässt sich wunderbar für eine Soße nutzen. Da kann man dann schön nochmal die Soße ein bisschen mit andicken. So sieht der Gemüsebrei jetzt aus. Den werde ich mir jetzt hier in so ein kleines Schälchen, wo man sonst Eiswürfel drin macht, abfüllen. Und dann wird das eingefroren. Das ist immer ganz praktisch. Ich mache das dann auch so, ich lasse das jetzt hier nicht drin, wenn es gefroren ist. Hole das hier raus und mache das dann in eine kleine Büchse oder ein Beutelchen rein. Und dann kann man das immer so portionsweise sich nehmen. Ich habe also jetzt insgesamt 3 Gläser davon rausbekommen. Das sind etwa immer 500 Milliliter. Hier habe ich noch 400 Milliliter, die ich jetzt gleich verarbeiten werde. Hier sind dann die kleinen Schälchen, die ich gefüllt habe zum Einfrieren. Ja, das war es erstmal soweit heute. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß beim eventuell Nachkochen. Immer einen guten Appetit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!